Es ist die heilende Energie, welche mich heute hierher trägt und welche ich heute hierher zu dir bringe. Geliebter Mensch, ich bin Nathaniel, das heilende Licht aus El Shaddai, und ich trage dir die Worte des himmlischen Grußes von Omar Tassat in dein Herz. Engel Nathaniel trägt das heilende Feuer in seinem Lichtkleide. Und Engel Nathaniel wird, bevor wir in die Felder der Heilung reisen, eine Reinigung deines Systems vornehmen, soweit du es erlaubst, werde ich für dich wirken mit meinem Licht, mit meiner Achtsamkeit und meiner Liebe. Und so bitte ich dich, dich ganz auf dich selbst zu konzentrieren, dir deines Körpers bewusst zu werden und dir auch deines Herzens bewusst zu werden. Atme das Licht der Heilung ein, denn dieses Licht habe ich mitgebracht und es umgibt dich bereits. So atme dieses Licht der Heilung ein und spüre, wie es dich erfüllt, wie es dich ausfüllt und anhebt, wie es dich in deine Mitte bringt. Und wie es deine Seele berührt, deine Seele ruft, und nun du diese Ruhe noch mehr in dir fühlst, und wie du auch fühlst, dass deine Seele bei dir ist. Sende deiner Seele deine Liebe. Sage ihr, wie sehr du sie liebst, und fühle, wie sie dir ihre Liebe entgegenbringt. Engel Nathaniel fühlt, dass du bereit bist, bereit, in die Felder der Heilung einzutauchen. Und so bitte ich dich, deine inneren Helfer zu rufen. Dir deines inneren Helfers bewusst zu werden und deines inneren Heilers bewusst zu werden. Denn er wird dir zur Seite stehen. Und so bringen dich nun deine inneren Helfer über die Linien der Zeit in die Felder der Heilung der Elohim. Denn im Feld der Elohim befinden sich große Felder der Heilung. Es sind die goldenen Felder der Heilung, welche heute für dich geöffnet wurden. Und so lasse dich von deinem inneren Heiler direkt zu diesen Feldern führen. Ich, Engel Nathaniel, erwarte dich dort. Mit einem Atemzug kommst du an und spürst bereits, wie die Energien sich mit dir verbinden. Und nun lasse dich von deinem inneren Heiler führen, denn er wird die Energien, die heilenden Energien, in deinen Körper hineinführen, genau an die Stellen,
wo Heilung möglich ist. Bade, bade einfach in diesen Energien, entspanne dich und nehme an, nehme all das an, was dir jetzt zur Verfügung gestellt wird. Engel Nathanael ruft, die Schöpferengel der Elohim. Er ruft alle Heilerengel der Elohim und sie dehnen das goldene Feld der Heilung aus, verstärken es mit ihrer Liebe und richten es genau auf dich persönlich aus. Lasse dich fallen und nehme dieses Geschenk an. Alle Belastungen fließen von dir ab. Alles, was du für andere trägst, fließt von dir ab. Jede negative Struktur, welche im Moment sehr hinderlich ist, wird transformiert. Eine komplette Reinigung deines Systems geschieht jetzt. Hinderliche Strukturen werden aufgelöst und mit Licht aufgefüllt. Es ist das Licht aus dem Heilfeld der Elohim, welches in dich einfließt, welches an jede Struktur, welche vorher hinderlich war, einfließt und jede Struktur in Licht verwandelt. Licht und Liebe, die Heilung aus den Feldern der Elohim. Immer mehr goldenes Licht fließt durch deine Zellen, fließt durch die feinen Linien deiner Aura und deines Lichtkörpers bis in deinen physischen Körper. Durch alle Zellbahnen, von Gewebe, vom feinen Gewebe in die untersten Schichten deines Körpers, durch die Nervenbahnen und Meridiane, in die Zellkerne hinein. Heilung geschieht. Heilung auf der höchsten Ebene des Lichtes und der Liebe. Die heilenden Engel beginnen für dich zu singen. Sie singen die Töne der Heilung. Die Töne der bedingungslosen Liebe. Und sie singen deinen Namen.
Dein innerer Heiler berührt dich an deinem Herzen und er spricht zu dir. Höre auf seine Worte und nehme die Gefühle wahr, welche sich jetzt zeigen. Wenn du eine Bitte hast, dann sage sie deinem inneren Heiler, denn jetzt ist der Moment. Und dann bedanke dich bei deinem inneren Heiler, denn er wirkt Tag und Nacht für dich. Auch wenn du es nicht merkst, ist er für dich da. Und nun wird er dich voller Liebe wieder in dein Hier und Jetzt zurückbringen. Die goldenen Felder der Heilung verschließen sich. Und Engel Nathanael erwartet dich in deinen Räumen. So stehe ich nun vor dir, denn mit einem Atemzug bist du zurückgekommen. Und ich schaue dich an und ich sehe einen sanften goldenen Glanz in deiner Aura. Und ich sehe auch, dass dein innerer Heiler dich anlächelt, und dies ist das Zeichen, dass dir Gutes widerfuhr, dass dir zum allerhöchsten Wohle Gutes widerfuhr, und so verneige ich mich vor dir voller Liebe und Freude und sage die Worte des Abschiedes von An-Anasha zu dir. Und du kommst langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, spürst deine Räumlichkeiten, deinen Körper wieder und du weißt genau, dass du bei dir zu Hause bist.